Ja, meine Freunde, wobei Familie, habe ich inzwischen nicht mehr. Warum? Weil die Hater die Leute belästigen und die Leute sich davon distanziert haben. Das ist das Geile daran, ja. Die Hater werfen mir vor, dass ich alleine bin. Das müsst ihr euch mal auf die Zunge zergehen lassen. Die Hater werfen mir vor, dass ich alleine bin, weil keiner Bock auf mich hat. Fakt ist, dass keiner Bock auf die Hater hat und deswegen die Leute mich alleine gelassen haben, weil im Gegensatz zu allen anderen ich meinen Weg weitergehe, egal wie viele Leute mir Steine in den Weg legen. Und das ist meiner Meinung nach kein Zeichen von Schwäche. Und es zeigt auch nicht, dass die Leute keinen Bock auf mich haben, sondern es zeigt nur, dass die Leute keinen Bock auf diesen ganzen Scheiß und auf die Konfrontation haben. Ich setze mich hier hin und ich kämpfe gegen die Hater. Ich mache mein Ding jeden Tag. Und die Hater, die lachen mich aus, weil meine Leute weg sind, meine Familie weg ist, meine Freunde weg sind, meine ganzen Leute weg sind, bis auf ein paar wenige Ausnahmen, versteht sich. Und trotzdem kommt es immer wieder selber vor. Ja? Ihr wollt mich als den Schwachen sehen. Ihr wollt mich als den kleinen Wicht sehen, ja, der alleine heulend in seinem Haus sitzt. Wisst ihr, wen ich sehe, wenn ich in den Spiegel sehe? Und das ist jetzt arrogant, ich weiß. Aber ich sehe den Mann, der ich bin. Ich sehe einen Mann, der sich gegen Unterdrückung stellt. Ich sehe einen Mann, der sich gegen Leute stellt, die alles dafür tun, dass ich in der psychiatrischen lande, dass ich im Knast lande oder sonst wo lande. Ich bin letzten Endes jemand, der sich gegen sowas stellt. Der Witz ist, dass ich zum Teil weder von dem System, sprich der Politik, noch von irgendwelchen anderen Seiten Unterstützung kriege, bis auf ganz wenige Menschen auf der Welt, die mir helfen. Natürlich, es gibt mittlerweile viel mehr Zuschauer und Fans, die mir helfen. Und dafür bin ich euch dankbar. Natürlich, es werden mehr. Aber trotzdem ist es Fakt, dass ich hier seit über 7 Jahren bin. Ja? Ich habe in diesen 7 Jahren nach und nach meine Familie, meine Freunde, meine Bekannten, mein Ansehen, weil